Im zweiten sind's tot. Jo. Nee, das ist mir jetzt zu viel hier. Ha. Da kaut er immer rein. Den haben wir auch noch. Ja, das war's auch. Runter. Nehmen wir ein Super-Skelett. Na, ein Kicker-Skelett. Ich dachte jetzt wegen dem Cape. Alles, was ein Cape trägt, ist für mich super. Statue nehmen wir gerne. Statuen sind immer gut. Komm her, du. Hält viel aus, das heißt, du gibst viel Erfahrung. Und eine neue Fähigkeit. Kick bei einem Doppelsprung. Müssen wir zweimal springen und dann nach unten und A. Oder nach unten links oder nach unten rechts. Geht das zur Seite? Ne, zur Seite geht's nicht. Nur in die unteren Richtung. So, hier haben wir eine schwarze Wand, die uns zurückschlägt. Sieht, können wir nicht viel mit anfangen. So, und ich bin gerade bei 11 Minuten. Ich muss jetzt mal dringend schneiden. Oder ne, machen wir noch die 20 voll, sonst haben wir Stückelchen. Ja, das ist scheiße. Ja, ich hab. Die mag ich nicht. Ich hoffe nur, es gibt keinen Asynchron, weil ich jetzt gepatzt habe. Haben wir hier. Jojo-Spieler. Das ist echt gefährlich. Boah, der hält aber viel aus. Mal gucken, ob die da oben wieder was versteckt haben für uns. Ne, nix. Alles leer. Was haben wir hier? Ein Golem. Haben wir aber mal mehr Schaden gemacht, oder meine ich das noch? Ja, so ist schön. Magie ist immer schön. Macht meistens mehr Schaden. Kostet halt MP. Ach ja. Und wieder mal Tiere schlagen. Finde ich immer so schön. Ah, nicht wegmachen. Schlagen. Ah, lass mich doch los. Jetzt habe ich wegen dem das Vieh getötet. Wenn die einen haben, da kann man echt nichts anderes machen. Der schlägt von automatisch. Also halte mich nicht für blöd. Machen wahrscheinlich einige von euch sowieso, aber das ist mir egal. Ihr müsst euch das ja nicht angucken hier. Zwingt euch ja keiner. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, hier waren wir wohl schon. Hoch. Ne, da kommen wir nicht hin. Haben wir alles abgeklappert. Jetzt haben wir wieder eine neue Fähigkeit, das heißt, wir kommen wieder woanders weiter. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo. Gehen wir hier speichern? Ne, wir gehen da hinten speichern. Ah, könnte uns vielleicht ein bisschen Laufweg ersparen, der Skill später. Hier runter. Ne, so tief kommen wir noch nicht. Hier oben. Sind wir schon mal lang, glaube ich. Dann haben wir unsere Flugrüstung bekommen. Weg damit, weg damit. Ja, wir wollen speichern. Speichern ist gut. So. Quatsch, was mache ich denn schon wieder? Geh wieder rein, raus, raus, Karte. Ganz am Anfang ist noch was, was wir nicht gesehen haben. Wir müssen sowieso am Anfang wieder Tränke kaufen. Peng, peng. Haben wir inzwischen alles K.O. hier. Ein bisschen
bisschen MP verschwenden. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Jetzt sind wir wieder beim Skelettfeld. Ich habe das Gefühl, so sind wir echt ein bisschen schneller. Hier sind wir wieder beim Hammer. Hallo, wieder da? Klar sind wir wieder da. Wir wollen ja auch Tränke. Kaufen, 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 kaufen. Das war's. Verkaufen. Wir haben eben wieder Kampfmesser gefunden. Katana können wir jetzt verkaufen. Alle Schneider können wir jetzt verkaufen. Sportkleidung. Wir tragen jetzt einen Eisenharnisch. Sportkleidung verkaufen. Schal, warm und gemütlich. Haben noch nichts anderes für den Platz. Gucken wir mal wegen der Rüstung, die der unten hatte. Das war die, aber inzwischen gibt es besser. Soldatenuniform. Eisenharnisch, den tragen wir im Moment. Armeejacke, defensiv runter, wollen wir nicht. Stahlharnisch, 49 defensiv. Purpur-Cape, blutroter Umhang. Verteidigung und Int drauf. Das heißt, Int sind unsere Zauber. Ist nur die Frage, ob Purpur Cape auch wieder das Cape für den dritten Platz ist oder Hauptrüstung. Aber da es so billig ist, denke ich eher für den dritten. Wollen wir uns mal beides kaufen. Ausrüstung. Stahlharnisch, Schal, Purpur Cape. So, sind wir wieder gut eingedeckt. Verkaufen das alte Zeug. Oh Gott, ich habe schon gedacht, ich hätte den Stahlhahn nicht verkauft. Wie peinlich wäre das gewesen. So, Kauf. Habe ich neue Waffen gesehen. Können wir uns nicht leisten, aber will ich mir mal angucken. Berühmte Klinge, die unter dem Namen Gramm bekannt wurde. Partisan, ein Speer mit besonders breiter Spitze. Claymore, gut ausbalanciertes Langschwert. Langschwert, ob das wohl auch wirklich lang ist, gucken wir mal. Interessiert mich jetzt. Ich bin ein Fan von langen Waffen. 47. Ja, das war ja wohl ein Reinfall. Ja, nehmen wir jetzt trotzdem mal. Ach ja, der eigentliche Grund, weswegen wir hier sind. Da hoch und hier hoch und dort hoch. Da und da und was haben wir da? Ein Glücksbringer. Bringt ja auch Glück. Tatsache. Wollen wir aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür Glück ist, also braucht man das nicht. Hier geht es auch nicht lang. Ist mal wieder Sackgassen-Time. Da ist nur noch die alte. Also gehen wir mal wieder speichern, weil die Zeit ist gleich um. Muss ich schneiden und dann geht's weiter. Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir noch. Gehen jetzt zurück zum Tanzsaal, weil ich glaube, wir kommen jetzt an unserem kleinen Kanickel mit der Uhr vorbei. So, sind wir schon im Tanzsaal. Müssen wir nur noch zum Speicherpunkt kommen. Komm her, du. Diesmal triffst du mich nicht. Oh, One-Hit. Ach, da sind die Viecher wieder. Also rechts, rechts, rechts und hoch. Aber wenn man hier stehen bleibt, ist das aber relativ einfach. Quetzalcoatl. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, aber das könnt ihr mir nicht verübeln. Kondition wird um 8 erhöht. Das ist viel. So, man, im Moment haben wir unsere Kopfjägerseele. Die gibt überall was dazu, also lassen wir die an. Und tot. So, da hinten noch rechts, hoch und dann wieder rechts. So, speichern. Haben wir 19 Minuten 50 voll. Und hier ist nicht Ende, geht gleich weiter.